Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit von meiner Seite her auch ein herzliches Willkommen im neuen Handelsjahr. Heute ist der 7. Januar. Ich hoffe, jeder hatte einen entspannten und ja, wohlgesonnenen Start in 2021. Und an dieser Stelle möchte ich es natürlich nicht missen, hier all denen, die live zuschauen oder auch die Videos im Nachgang anschauen, ein ja, gutes, gesundes und ja, so wie gewünscht gestaltetes Jahr 2021 zu wünschen. Hoffen wir, dass wir ein anderes Jahr erleben als das letzte mit etwas weniger negativem Impact durch das Covid-19. Massive Einschränkungen begleiten uns ja weiterhin. Hoffen wir, dass es bald auch besser wird und wir irgendwo zurück zur Normalität kommen können. Im Trading, ja, da geht die Welt seinen ganz normalen Gang. Dinge werden eingepreist, Kurse bewegen sich und das ist auch das, was wir hier in diesem Jahr wieder regelmäßig auf der Uhr haben werden. Das heißt, wir blicken hier immer wieder auf neue Trading-Chancen. Wer das Ganze noch nicht live sich anschaut, bitte einfach mal kurz auf die Links entsprechend klicken, die wir immer wieder in den Begleittexten mitschreiben. Die Videos kann man sich im Nachgang anschauen. Wer allerdings den ein oder anderen Wunschmarkt analysiert haben möchte oder aber früh genug auf die ein oder andere Trading-Idee aufmerksam gemacht werden möchte, der schaut live zu, morgens jeden Tag an, ja, zumindest wenn die Börse geöffnet hat, um 8:30 Uhr. Schauen wir hier in die Live-Märkte rein und dazu lade ich auch jeden ein, ist kostenfrei und bei der Gelegenheit bitte gleich mal einen Blick auf Tickmill werfen, Top-Broker, Top-Konditionen und inzwischen sogar mit einem deutlich ausgeweiteten Handelsspektrum. Dazu sage ich allerdings morgen etwas, morgen ist Freitag, ja, da ist wie immer die Schau auf die großen Indizes, auf das, was sich in den letzten Tagen bewegt hat. Da gucken wir mal ganz genau hin, welche Chancen hier entsprechend auch auf uns oder für uns Trader mit warten. Dazu morgen 8:30 Uhr mehr. Heute, wir sehen es im Hintergrund schon geschrieben, wir blicken zum Beispiel auf Silber, wir blicken auf das, was der DAX macht, auf das, was die Märkte bewegt. Unter anderem ist es natürlich auch das Thema aktuell wieder mal die US-Wahlen. Hier in Amerika ist es ja jetzt so, dass sozusagen eine sogenannte Blue Wave ja, sich anzudeuten scheint. Es wird so sein, dass Joe Biden wirklich auch durchregieren kann. Das ist sehr, sehr positiv. Allerdings was Negatives sind die Reaktionen der Trump-Anhänger auf das ganze Geschehnis. Momentan wird ja auch immer wieder sozusagen die aktuelle Bestimmung von Biden als Wahlsieger oder die Klassifizierung gestört. Daran ist ja nichts mehr zu ändern, aber der Vorgang sieht halt vor, dass quasi das Ganze auch bestätigt wird. Da werden die Wahlergebnisse vorgelesen und das Ganze ist ja gestern oder beziehungsweise bei uns in der Nacht deutlich gestört worden. Es gab dort Unterbrechungen. Dieser Vorgang lässt sich allerdings nicht aufhalten. Aber das sind Dinge, die könnten doch durchaus hin und wieder Impact auf die Märkte entsprechend haben. Und das ist dann das, was wir zum Handel mit nutzen können. Also das Ganze hier heute immer wieder latent an den Märkten vorhanden. Wir blicken auf Silber, wir blicken auf den DAX, der ist auf Allzeithoch. Und bei den Währungen sieht es momentan relativ interessant beim Währungspaar US-Dollar, Kann-Dollar auf und natürlich möchte ich hier auch immer mal wieder sagen, den ein oder anderen Wunschmarkt besprechen wir natürlich auch. Das heißt, bitte rein in die Chats auf Zoom oder auch auf Facebook. Da kümmere ich mich im Nachgang direkt auch mit drum. Und danke übrigens auch für die ganz lieben Grüße hier an dieser Stelle. Ich sehe sogar, ich wurde vermisst. Das ist doch ein schönes Gefühl. Danke dafür. Danke, danke, danke. Und das Ganze wie immer auch zurück. Ja, Ölpreis haben wir auch wieder. Da sage ich, Leute, the trend is your friend. Ich sag's wirklich immer wieder, Trends, die sollte man nicht totreden. Ein Trend läuft so lange, wie er läuft, bis er vorbei ist und so sieht auch der Ölpreis aus. Also hier an dieser Stelle ist das Öl weiter am Steigen. Öl habe ich morgen mit auf der Uhr für die große Rundumbesprechung. Das nehmen wir heute nicht mit rein. Da ist der Gang am Laufen hier an dieser Stelle. Das heißt, an diesen Punkten gucken wir da morgen ganz, ganz intensiv rein. Also für diejenigen, die das interessiert, morgen steht Öl mit auf der Agenda, das heißt schon mal fix in dem Kalender notieren, 8:30 Uhr einschalten, da besprechen wir live, was im Öl aus charttechnischer Sicht in nächster Zeit entsprechend zu erwarten ist. Zunächst dann allerdings hier weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit CFDs und Devisen auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Hätten wir das, und damit gehen wir hier auf die Tagesnachrichten. Wir haben immer noch Jahresanfang. Nächste Woche ist die Zeit oder beziehungsweise ist die Urlaubszeit dann rum. Heute, nein, gestern hatten wir ja auch hier bei uns in Deutschland in Teilen einen Feiertag. Die erste Jahreswoche ist meistens noch so ein bisschen die entspannte Jahreswoche. Um den Wechsel ist Urlaubszeit, aber ich denke, ab der nächsten Woche wird es so sein wie auch in den vergangenen Jahren. Da ist dann wieder die gesamte Händlerschar in großen Teilen zurück an den Desks und da wird es dann wieder auch ordentlich Geld an den Märkten geben, dass die Märkte entsprechend auch bewegt, und so sieht es dann auch mit den Nachrichten aus. Deswegen gibt es heute gar nicht so viel. Wir sehen es hier. Wir haben Nachrichten bekommen bei uns aus Deutschland, positive Nachrichten übrigens, wenn man auf die Prognose schaut. Der Auftragseingang der Industrie im November für Deutschland ist bei 2,3% gestanden. Die Prognose hatte einen Rückgang hier bei minus 1,2 erwartet. Liegt zwar das Ganze unter dem Vorergebnis, aber besser als die Analysten das erwartet hat. Und das ist in Zeiten von Corona kein schlechtes Ergebnis an dieser Stelle. Was wartet heute noch auf uns? Es wartet ein bisschen EZB. Wir sehen hier oben geschrieben, 10 Uhr gibt es den Monatsbericht der EZB, um 13.30 Uhr gibt es dann den geldpolitischen Begleittext. Das könnte Impact auf den Euro, US-Dollar beispielsweise auch haben. Der ist ja auch weiter schön im Trend nach oben gestiegen, momentan deutlich über der Marke von 1,23. Und dann bekommen wir am Nachmittag noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, und da sehen wir etwas sehr, sehr Interessantes an dieser Stelle, und zwar, dass hier der Konsens 800.000 Neuanträge erwartet nach 787.000. Also schaut mal da genau hin, der Arbeitsmarkt in den USA ist momentan weiterhin extrem angespannt, und wenn sogar die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigend erwartet werden, hat das schon etwas zu bedeuten. Nichtsdestotrotz, das muss jetzt nicht schlecht für den Markt sein, das klingt verrückt, ist aber keinesfalls verrückt, denn wenn der Markt hier auf die Hilfspakete spekuliert, vielleicht eine Ausweitung, wie auch immer, könnte das Ganze durchaus positiv auch ausgenommen werden. Also rum wie numm, es ist etwas mit Sprengkraft heute nachmittags, 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Markteröffnung, gibt es hier das Ganze live über die Ticker. 16 Uhr dann noch einen Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung, auch der wird etwas schwächer erwartet für den Dezember als im Bericht zuvor. Das die Tagesnachrichten, und damit ja schalten wir einfach mal rüber hier an dieser Stelle in die Charts auch rein, und da sehen wir schon hier den Canadian Dollar, also US-Dollar, kanadischer Dollar mit auf der Uhr. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, und danach gehen wir hier zum DAX, danach gehen wir zum Silber, und dann hatte ich hier noch eine Anfrage zum Nasdaq, den besprechen wir mal ganz kurz an dieser Stelle für den heutigen Handelstag. Das große Bild machen wir dann wie immer morgen. So, jetzt gebe ich erstmal hier den Bildschirm in groß frei, dass wir die Charts mit sehen können, und hier, wie schon gesagt, im Hintergrund der Blick auf das Währungspaar US-Dollar, CAD-Dollar, das aktuell mal noch im Tageschart drinnen zu sehen. Ich habe das mit Absicht jetzt mal im Tageschart gelassen, damit man auch mal sehen kann, wie hier verschiedene Dinge zueinander fließen, und das ist, was wir hier haben momentan, halt ein sehr, 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 sehr interessanter Drehbereich, den man hier, wenn man es nach hinten zieht, weit zurückverfolgen kann. Und die Marke um die 1,26, naja, 7 bis 1,25,5 hier unten in diesem Drehbereich rum, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Ne? Das ist ein Unterstützungsbereich hier aktuell, wo der Markt jetzt reinläuft. Und deswegen schauen wir mal in die Historie, was hier hinten dran passiert ist. Schaut hier vorne, 2014 war es ein Widerstand, dann ist es zur Unterstützung geworden. Die hat auch gehalten hier. Im Jahr 2016 ging es dann von dieser Unterstützung deutlich nach oben. Dann haben wir hier im Jahr 2017 und 2018 immer mal Berührungspunkte von unten und oben gehabt, wo es nicht gleich wieder in eine Richtung ging, sondern wo der Markt halt hin und her geschwungen ist, auch mit größeren Ausrissen, zeigt uns aber, dass das aktuelle Level durchaus Potenzial hat, als Unterstützung herzuhalten. Und hier im letzten Ritt, was wir hier sehen, jetzt mache ich das Bild mal ein bisschen größer, haben wir auch gesehen, wir haben zwar einen validen Abwärtstrend, der ist deutlich sichtbar und überhaupt nicht schwach momentan, aber wir sehen es, wir sind hier drüben, wann war es gewesen? Mitte Dezember sind wir raufgelaufen und in die Korrektur reingegangen im Abwärtstrend. Jetzt sind wir wieder unten, aber Aber es kommt jetzt keine massive Abverkaufsdynamik, zumindest momentan noch nicht rein, sondern wenn wir uns die Tageskerze von gestern mal anschauen wollen, hier, das sieht man doch ganz, ganz deutlich, dass wir hier doch durchaus Überlegungen hatten, nach oben zu gehen, nach unten zu gehen. Am Ende haben sich die Händler dazu entschieden, naja, mehr oder weniger nichts zu machen, aber der Abverkauf ist halt ausgeblieben. Und das ist jetzt das interessante Thema hier an dieser Stelle. Sollten wir hier aus kurzfristiger Sicht durchaus einen Rebound bekommen, dann wären Kursanstiege aus kurzfristiger Sicht zumindest mal hier oben rein in den Bereich 1,27, naja, knapp 90, definitiv mal nicht ausgeschlossen. Woher das kommt, schauen wir uns gleich mal in der kleineren Zeiteinheit an. Ich muss bloß mal hier die Zahl oben rauf machen, nämlich wenn wir hier mal in den 4-Stunden-Chart reinschauen wollen und uns mal hier auf den letzten Bewegungsarm konzentrieren wollen, dann sehen wir es hier an dieser Stelle. Schaut mal, das ist der Bewegungsarm und den Trend, den wir hier drinnen sehen. Moment, da gehen wir wieder hier ganz mal schön zum Standard rein. Kurzen Augenblick. Na, kleinen Augenblick, das war es noch nicht. So, da muss ich das Zeichentool mal noch hier rüberholen. Also, was wir hier an dieser Stelle haben, schaut's, das ist der Abwärtstrend. Hier, das ist der Abwärtstrend im Bewegungsarm. Der hat sich hier schön nach unten geschlängelt. Ich skizziere das einfach nur mal grob, ne, an dieser Stelle hier rein. So, hier gab es ja ein bisschen Ungewissheit hier an dieser Stelle, weil wir mal kurz drüber gelaufen sind hier. Und da wird es halt wichtig, dieser Bereich hier, den wir hier haben, Moment, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Nämlich hier sehen wir es, dieser, sage ich mal, Dreh- und Angelpunkt. Schaut mal hier. Einmal, zweimal, dreimal. Hier nochmal gehalten, dann ging es drüber. So, hier Berührungspunkt nach oben. Hier eine ganze Weile gewartet und dann ist er nach unten geschoben. Und jetzt hatten wir hier oben um die Marke von 1,27 knapp 9 das nächste Fenster, was wir hier auf der Oberseite haben. Und das Thema hier ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig für den Schub nach unten. Denn hier, schaut mal, im Kleinstbereich haben wir hier schon den nächsten Trend nach unten fließen. Und jetzt wird es halt wirklich interessant, was der Markt hier macht. Bekommen wir hier nämlich einen sogenannten Rebound an dieser Stelle. Das heißt, hier war das initiale Tief, also das Tief dieser Abwärtsbewegung. Und sollte sich jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich ein höheres Tief ausarbeiten können, dann wäre es durchaus denkbar, dass der Markt nach oben will. Nämlich, dass wir hier dann die Abwärtsbewegung und sequenziell nach oben laufen und über diesen Bereich hier, über die 1,2730 oben drüber laufen, dann haben wir einen Aufwärtstrend und der kleine korrektive Aufwärtstrend, der hat dann durchaus Potenzial, nach oben reinzulaufen, wie schon gesagt, mal locker hier oben rein in den Bereich um die 1,2790 und sogar ein bisschen oben drüber, beziehungsweise wenn man hier mal den letzten Drehpunkt sieht, hier, wenn wir hier durchlaufen, hier oben, das ist der Drehpunkt aus dieser Abwärtssequenz nach unten und da hätten wir ganz grob den Bereich hier oben um die 1,2775 als Anlaufmarker da. Das ist ein sehr, sehr interessantes Level, wenn es nach oben drüber geht, ist das die Long-Seite und das kann sich dann tendenziell sogar noch deutlich weiter nach oben bauen. Das heißt, wenn wir hier einen starken, sag ich mal, Gegenbewegung bekommen, dann haben wir durchaus das Potenzial, den letzten Bewegungsarm hier, ich habe nochmal umgeschalten in den Tageschart, deutlich nach oben zu korrigieren. Und wenn wir da mal sehen, wo wir Potenziale haben, schaut mal hier oben, dort ist ein kleines Zwischenhoch aus dem Abwärtstrend des Bewegungsarmes. Hier sehen wir sehr, sehr schön in den 4 Stunden. Schaut da oben, das ist der Bereich. Und dann haben wir noch einen zweiten Anlaufpunkt vor dem Hoch hier oben. Und zwar ist das dieses kleine Zwischenhoch hier an dieser Stelle ganz grob um die Marke von 1,29, 33, 34 rum. Das ist interessant. Schöne Potenziale nach oben sollte es hier tatsächlich zu einer Korrektur kommen. Ansonsten ist natürlich die Unterseite wieder sehr, sehr, sehr interessant. Das heißt, sollte der Markt hier unter diese Schwelle laufen, hier unter das kleine Zwischentief, wo haben wir es liegen? Bei genau 1,2662 haben wir es liegen. Dann geht es natürlich zur Unterseite rein. Dann werden die Short-Szenarien wieder definitiv eine opportune Möglichkeit. Und was wir hier sehen an dieser Stelle ist dann halt, wenn es nicht oben drüber geht, hier diese korrektive Phase, das ist dann natürlich zu kennzeichnen als bärische Flagge, die wir hier drinnen sehen haben. Und wenn es da deutlich nach unten geht, wäre das der Ausbruch. Und das wäre dann die Sequenzanleitung zur Unterseite hin. Und da müssen wir jetzt mal in den größeren Zeitbereich gehen. Nämlich dann schauen wir uns das Ganze mal eben in der Woche an. Und wo die Potenziale liegen in der Woche, das kann man auch sehr, sehr schön auch vom Chart erkennen. Schaut mal hier, der nächste Anlaufpunkt, den haben wir dann irgendwo hier unten an diesem Wochentief um die Marke von 1,25, 26, 27 rum. Also hier wäre das der nächstmögliche Zielbereich, wenn wir uns das Ganze aus dem Tageschart mal oder beziehungsweise dem Wochenchart mal rausziehen wollen. Und das ist auch ein wichtiger Bereich, ein markanter Bereich, denn dieser Bereich, der kommt wie immer aus dem, ja, sage ich mal, vorangegangenen Aufwärtstrend. Das ist ein Korrekturtief und schaut mal, dieser Trend hat sich hier natürlich schön nach oben bewegt. Der ist mittlerweile auch gebrochen worden in der Woche. Das heißt, wir sind hier definitiv auch abwärts gerichtet hier im ganz, ganz großen Bild. Ne? Das ist das, was wir hier nach unten jetzt laufen sehen. Diese Sequenz unten rein, da gab es den Bruch. Das ist definitiv Geschichte. Und das wird jetzt halt wirklich dazu führen, Schub unter das aktuelle Wochentief ist der nächste Punkt. Ausbruch nach unten und dann hier ungefähr in dem Bereich 1,25, 26 in diesem Thema. Da haben wir hier unten das Zwischentief und das wäre mal der nächste Zielbereich hier mit Blick in den kanadischen Dollar. So, hätten wir das besprochen und damit gehen wir weiter hier in die Indizes bzw. in die Rohstoffe rein. Machen wir zunächst mal den DAX, dann schauen wir auf Silber und dann habe ich noch kurz eine Frage zum Nasdaq. Also hier zunächst der Blick in den deutschen Leitindex hier. Das ist jetzt mal, ja, zunächst mal kurz der Blick in den Wochenchart, wo wir gut und gerne sehr schön sehen können, das Allzeithoch ist absolut pulverisiert worden. Ne? Nachdem wir es hier in der Vorwoche mal oben angelupft haben und wir dann wieder nach unten abgeprallt sind, hat das Ganze keinen Abbruch gegeben. Wir sind momentan oben drüber gelaufen. Der DAX steht so hoch wie noch nie. 13.963 Zähler aktuell. Das heißt an dieser Stelle alles sehr, sehr positiv gekommen. Wir hatten zwar um dieses Zwischenhoch hier, um die 13.000, um die 400-Punkte-Marke hier, ja, etwas Volatilität, wenn wir uns mal diese Kerze hier anschauen wollen, aber das hat dem Ganzen überhaupt nicht geschadet. Ich meine damit diese Kerze hier, ne? Dieser deutliche Abschub nach unten und da haben wir halt gesehen, die Marke so um die 13.000 bis 13.000, was haben wir hier gehabt, 13.020, ist ein guter Auffangbereich gewesen, ging schön nach oben und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen wollen, wo wir aus rein charttechnischer Sicht Potenziale haben, weil wir können uns jetzt hier natürlich nicht mehr an der Historie orientieren, weil ja, wo ein Allzeithoch ist, da gibt es nun mal keine Charthistorie, an der wir uns orientieren können, aber da hilft die Charttechnik so ein kleines bisschen und zwar, wenn wir hier uns mal den Tageschart anschauen wollen, ich muss das dazu nur mal ein bisschen zusammenraffen, dass wir es hier ein bisschen besser sehen können. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, aus trendiger Sicht sozusagen sehen wollen und wir einfach mal sehen, wie ist denn dieser Trendschub nach oben zustande gekommen, dann können wir uns halt so ein bisschen, wenn wir uns auf das Thema der, sage ich mal, Bewegungsarme stützen, auch auf das, was zuletzt gekommen ist. Ja, ich meine jetzt nicht das ganze große Bild hier, sondern ich meine wirklich das, was von hier unten durchgestartet ist. Ne? Dann sind wir hier oben raufgelaufen bis ins Hoch oben rein. Dann gab es hier unten die Korrektur, dann den nächsten Bewegungsarm, dann wieder eine Korrektur und dann den Schub nach oben hin. Und da ist es ein, sage ich mal, ganz probanes Mittel, dass man sich als Händler einfach mal die letzte Korrektur hernimmt. Das heißt, als wir hier vom Zwischenhoch sozusagen hier nach unten reingelaufen sind, das war ja die korrektive Phase an dieser Stelle und das einfach mal oben drauf spiegeln. Moment, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das auch hinbekomme hier. Also das heißt, diese korrektive Phase hier nach unten einfach oben drauf spiegle, dann kommen wir rein vom Bewegungspotenzial mal locker hier oben deutlich über den Bereich von 14.500 Zählern oben rauf. Also hier das 14.400, naja 80 hier oben, 70 bis 80 in den Drehbereich. Einfach nur die Spiegelung. Also es geht dann Richtung 14.500 Punkte. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr interessant. Das ist ein Potenzial, was wir da haben. Und der ein oder andere Händler mag sich jetzt fragen, okay, das ist jetzt mal das Kursziel, was wir da oben liegen haben, was wir aus der reinen charttechnischen Geschichte hergenommen haben. Aber wie helfe ich mir denn jetzt hier aus dieser Geschichte Trading-Ideen rauszusuchen? Und da nutzen wir einfach den untergeordneten Trendverlauf. Das heißt, das ist jetzt, was wir hier sehen, die Tages- oder der Tagestrend. Da sehen wir hier auch einen kleinen Zwischentrend hier, auch mit am Laufen. Den skizziere ich gleich mal hier. Der kam von unten, schön die Bewegung rein. Machen wir natürlich mal in grün, weil es die Aufwärtsphase ist. Und das Ganze ist natürlich etwas, das kann durchaus hier helfen, die Richtung nach oben weiter zu bestimmen und auch Zwischenziele mit reinzugeben. Denn wenn wir mal diese Bewegung unten raus mit raufliefern wollen, also das heißt von diesem Zwischenhoch hier unten rein, das Ganze mal oben draufsetzen, ja, dann sehen wir hier auch einiges an Bewegungspotenzial zur Oberseite hin und da gehen wir jetzt mal in den Stundenchart hinein, damit wir das mal gut und gerne sehen können und da sehen wir es nämlich, wo wir hier hinlaufen, an welche Stelle wir auch ran können, ohne weiteres und zwar hier oben, diese Marke, dieses Level hier oben knapp, naja, etwas unter 14.300 Zählern. Das ist das Potenzial, was wir durchaus allein aus diesem Schub von hier, von diesem Zwischenhoch zum Zwischentief aus der Spiegelung oben rauf bekommen. Und da ist es jetzt interessant, sich einfach mal den Bewegungsarm anzuschauen, also das, was wir hier nach oben laufen haben. Ich muss jetzt mal kurz schauen, dass ich hier mal das MTON Live reinbekomme. Muss man schauen, dass es funktioniert. Ich hatte heute Morgen in der Vorbereitung damit bei dem ein oder anderen Chart, ja, ich muss da mal die Technik anschauen. Das hilft mir jetzt nicht. Es wird hier was nicht angezeigt. Das heißt, machen wir es einfach wie immer händisch. Ja, wenn die Technik nicht funktioniert, ist es immer gut, wenn man sich zu helfen weiß. Also, was wir hier jetzt sehen an dieser Stelle, ist der Bewegungsarm. Und dieser Bewegungsarm, den wir hier unten haben, also das, was sich hier jetzt nach oben schlängelt, ist das, wo wir hier die Zielmarken bzw. die Besprechung machen können, wie entwickelt sich es denn weiter. Ne? Und das ist jetzt mal schön, der trendige Verlauf hier zur Oberseite hin. Und wie schon gesagt, alleine die jetzt laufende Bewegung hat mal ohne weiteres das Potenzial, oben reinzulaufen Richtung 14.300 Punkte. Da kann es natürlich immer mal zum Bruch dieses Bewegungsarms kommen, zu einer korrektiven Phase. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir schauen, wie sieht denn so ein Bruch entsprechend aus. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir schauen einfach mal, sollten wir tatsächlich hier unter dieses Zwischentief fallen, das Zwischentief haben wir liegen an der Marke von, wo ist es, 13.909 Zählern, wartet, das mache ich gleich mal hier rein, dann ist es natürlich so, dass das die Korrektur initiiert, ja, und das ist das, was wir dann hier sehen, wenn wir nach unten laufen, in die Korrektur rein, also unter diese Marke hier, dann haben wir die Anlaufpunkte und da hätten wir hier zunächst mal unten liegen, diese Marke hier am Zwischentief. Das ist das kleine Zwischentief hier unten, ungefähr der Bereich 13.820 Zähler. Das wäre hier zu sehen, also hier, wenn wir hier unten drunter fallen, unter diese, dann ist der Weg nach unten erstmal in die Korrektur geebnet. So, und dann können wir uns an den Zwischentiefs wirklich orientieren, beziehungsweise hier um den Bereich von 13.730 bis 35 Punkten haben wir einen sehr, sehr wichtigen Kaufbereich, der ebenfalls als Anlaufpunkt im Sinne der Aufwärtsdynamik zu sehen. Und wenn wir dann noch tiefere Korrektur bekommen sollten, man weiß ja nie, was den Markt heute so bewegt, dann haben wir hier einen Schwungbereich um die Marke von 13.630 Zählern. Also es kann schon mal einen deutlichen Rücksetzer geben, ohne die gesamte Aufwärtsdynamik kaputt zu machen. Das ist planbar. Wenn wir hier die Umkehr bekommen, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte auf der Unterseite. Ansonsten einfach, der Trend ist your friend. Solange wie dieser Bewegungsarm hier nach oben hin intakt ist, ist alles schön im grünen Bereich, im DAX. Also schön die Bewegung nach oben weiterhin intakt. Und damit gehen wir jetzt noch auf den Silberpreis, Kürzel XAGUSD. Und da sehen wir hier Silber im Tageschart und das ist etwas, ja, das muss man sagen, ist ein schöner Aufwärtsschub, hier nach oben schön initiiert worden. Wichtigerweise auch hier dieses Zwischenhoch knapp unter der Marke von 26 US-Dollar ist aus dem Markt rausgenommen worden und zwar auch schön trendig. Hier sieht man schön steigende Hochs, steigende Tiefs ein feines Merkmal für einen Aufwärtstrend und wir sind sogar in ein sehr, sehr wichtiges Level reingelaufen und verharren dort halt. Also gestern auch deutliche Volatilität hier im Silberpreis zu sehen. Wir sehen es, wir haben gestern mit dem Tageshoch bei 27,91 hier dieses kleine Zwischenhoch bei 26,65 auch überschritten. Ganz kurz danach ging es volatil nach unten und hier in diesem kleinen Kaufbereich unten um die, naja, knapp 26,60 kam plötzlich wieder Kaufinteresse auf. Und das ist interessant, damit haben wir jetzt nämlich einen, sage ich mal, vorgegebenen Korridor, in dem wir eine Seitwärtsrange haben können. Wir sind jetzt irgendwo mittendrin statt nur dabei. Die Seitwärtsrange wird gegeben durch diese sehr, sehr ausladende Tageskerze von gestern mit dem Hoch bei 27,91 und dem Tief bei 26,59. Alles, was hier zwischenher schwingt, ist sozusagen die Trading Range von gestern. Und da wird es immer interessant zu sehen, was passiert an der Oberseite, was passiert an der Unterseite. Für die kurzfristigen Range Trader ist natürlich eins interessant, von unten her der Abprall nach oben, von oben der Abprall nach unten. Aber wenn wir uns das Ganze mal aus trendtechnischer Sicht anschauen, dann sehen wir natürlich, wenn der Markt jetzt aus der Korrektur unten nach oben hin rauskommt und hier das Zwischenhoch rausnimmt, dann negiert er sozusagen diese 27,65, was momentan der Widerstandsbereich ist, und ebnet wirklich nachhaltig den Weg nach oben hin. Und da haben wir auch ein paar Anlaufpunkte liegen. Zum einen hier dieses Zwischenhoch, wann haben wir das gehabt? Im August, September letzten Jahres bei 28,90 und dann haben wir hier noch den initialen Abverkauf, das Zwischenhoch hier. Ne? Schaut mal hier, da hatten wir hier den Schub nach unten, dann die Gegenbewegung und dann bei um die 29,25, da ging es richtig nach unten zur Sache. Das ist ein sehr, sehr starker Verkaufsbereich, das ist die Marke, die wir hier als zweites auf der Oberseite vor dem Zwischenhoch hier oben bei, Moment, hier oben, das meine ich, um die Marke, um das Level von knapp 29,85 liegen haben. Also wir haben deutlich Potenzial zur Oberseite und bezogen auf diesen grün markierten Aufwärtstrend haben wir ja jetzt noch die Unterseite der Tageskerze von gestern. Sollte sich der Markt dazu entschließen, doch in die Korrektur abzutauchen, tauchen wir jetzt mal für die Planung der Korrektur in den 4-Stunden-Chart ein. Und das sehen wir hier in grün markiert natürlich auch sehr gut sichtbar. Das ist der Aufwärtstrend auf Tagesbasis und im 4-Stunden-Chart sehen wir halt auch die Bewegungs- und Korrekturarme. Und beim Thema Bewegungs- und Korrekturarm, da sehen wir natürlich sehr, sehr schön hier dieser Bereich, dieser Schwungbereich hier um die 29 oder um die 26, knapp 60, schaut mal hier, da wurde ein wichtiges Zwischenhoch rausgenommen. Hier haben wir verharrt, sind abgeprallt, hier sind wir drüber gegangen, wieder runter, dann deutlich drüber. Das ist ein Auffangbereich und wenn dieser hält, wie schon gesagt, dann haben wir gute Karten nach oben reinzulaufen. Fällt er aber drunter durch, dann haben wir einen Gegentrend initiiert und dieser Gegentrend hat dann Potenzial nach unten hin zu laufen. Das heißt, noch gibt es da ganz, ganz klassisch keinen größeren Gegentrend. Groß ist immer hier in Bezug auf die Zeiteinheit zu sehen, denn wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier guckt euch das mal an, wir haben jetzt hier den Schub nach oben hin, hier die korrektive Phase, hier das Zwischenhoch, hier den Schub nach unten und dort das letzte Hoch und dann sind wir jetzt runtergelaufen und deswegen sage ich, es gibt noch keinen Abwärtstrend, wir sind hier nur mal kurz unten drunter geschnappt, der Auffangbereich hat gehalten, den Abwärtstrend, den gibt es dann, wenn wir sozusagen hier jetzt keine Stärke finden, um hier oben drüber zu laufen, sondern die Unterseite anschauen und wenn wir da unten drunter unter diese 26,59 fallen, das ist die untere Range der Tageskerze von gestern, dann ist der Weg nach unten offen und die Anlaufmarker, die wir dann haben, sind schön aus den Korrekturtiefs rauszusehen. Hier, die haben wir liegen um die Level von 25,94, 25,40 und dann hier unten das Zwischentief um den Bereich von 25 US-Dollar für die Feinunze Silber. Also es gibt durchaus auch Potenzial zur Unterseite. Wir müssen uns einfach nur das Ganze zurechtlegen für die eigene Trading-Sequenz. Also was möchte ich traden, in welcher Zeiteinheit möchte ich aktiv werden, dass das Ganze zusammenpasst. Und damit gibt es richtig gute Chancen, sowohl für den Handel einer Ausweitung der Korrektur über die Preisleiste, als auch für den Einstieg innerhalb der Korrektur in den laufenden Aufwärtstrend des Tages. Und damit gehen wir hier noch zum Thema Wunschmarkt rüber. Wie schon gesagt, Öl mache ich morgen sehr, sehr ausführlich. Jetzt schaue ich mal noch rein, das Ganze anzuschauen. Ach, Christian, es ist wieder ganz lieb. Der Christian erinnert hier auch immer dran, wer noch nicht hat, bitte einfach die YouTube-Kanäle auch sozusagen für das Trading abonnieren. Das ist immer gut, da kann man sich auf dem Laufenden halten. So, Wunschmärkte habe ich jetzt sozusagen nur einen, das ist der Nasdaq. Ja, Guys, nutzt die Chance, wünscht euch Märkte. Es gibt nicht immer nur den Euro und den DAX zu traden. Wir haben hier sehr, sehr, sehr viel, was wir hier drinnen liegen haben. Ich habe auch in der Sequenz, in der FX-Sequenz, die wir auch bei Devisen 100 haben, da haben wir auch schon eine schöne Ausbildung hier im Forex-Bereich auch gehabt. Da sind die letzten 23 Trades so gewesen, dass 20 sehr, sehr gute Treffer dabei gewesen sind. Also Währungen laufen auch wieder sehr, sehr hervorragend, sehr, sehr schöne Trends. Nutzt das Ganze gerne und schaut mal einfach auf die Wunschliste drauf. Wie schon gesagt, jetzt der Nasdaq und dann kriegen wir direkt noch einen Wunschmarkt rein. UK 100, also das ist eine feine Geschichte, den wir hier haben. UK 100 war wirklich eine spannende Sache. Auch zum Thema Brexit-Deal gucken wir uns gleich an. Zunächst erstmal der Blick hier in den Nasdaq. Und ich hatte ja gesagt, das große Chartbild im Nasdaq machen wir morgen. Heute schauen wir mal für das kurzfristige Trading drauf. Eine Sache bitte ich hier an dieser Stelle ganz klar zu beachten. Und zwar, trotz dass der Wahlausgang momentan da ist und der Markt eine sogenannte Blue Wave sozusagen einpreist, das ist jetzt etwas Positives dann auch sozusagen, dass Biden leichter durchregieren kann und nicht immer wieder blockiert werden kann, dadurch, dass der Senat anders besetzt ist. Also das Ganze hier haben wir den Senat und das Repräsentantenhaus in den USA, und wenn beide, sage ich mal, gleich besetzt sind durch die Demokraten oder beide durch die Republikaner, ist es halt sozusagen für den amtierenden Präsidenten, jetzt für Biden, wenn beide republikanisch sind, sozusagen demokratisch sind, ist es leichter durchzuregieren, ne? So, und wenn wir uns jetzt den Nasdaq mal anschauen, und ich bin jetzt hier mit Absicht quasi mal in die Situation reingegangen, dass wir hier mal den kleineren Zeitrahmen uns auch anschauen. Da sehen wir hier an dieser Stelle, ja, mehr oder weniger ein Dreieck. Moment, wir haben hier oben sozusagen die Oberseiten. Ich skizziere einfach nur mal ganz kurz die Oberseiten, wo es hingehen kann, beziehungsweise auch die Unterseiten, also der Ausbruch aus dem Dreieck dann zur Unterseite hin, wo wir Anlaufbereiche haben, ganz grobe Marker sozusagen. Und das ist das, was wir hier momentan haben. Wir sehen hier das Dreieck, das mache ich auch mal in grün, weil es einen übergeordneten bullischen Charakter hat, und hier sehen wir halt, wie steil das Ganze auch verläuft an dieser Stelle, ne? Und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle, das heißt, wir sehen es hier an diesem Punkt auch geregelt, der Markt hier, Moment, wenn ich es kleiner mache, sieht man es besser. Das ganz, ganz große Bild geht schon deutlich stark nach oben hin, und wir haben auch einen sehr, sehr wichtigen Auffangbereich hier unten um die Marke von 12.500 Punkten. Das sehen wir hier sehr, sehr schön. Wir sind hier runtergelaufen, deutlich nach oben. Wir sind hier drauf gelaufen, es ging deutlich nach oben. Hier gab es ein bisschen hin und her, dann ging es deutlich nach oben. Also das ist schon ein sehr, sehr schöner Unterstützungsbereich, und jetzt kommt es halt im kurzfristigen Trading darauf an, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Das heißt, welche Stelle meine ich? Ich meine jetzt mal ganz klar das Level hier. Schaut's hier, aufwärts, Korrektur, aufwärts. Starker Schub nach unten in der letzten Stunde, aber es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was passiert hier unten an der Marke von 12.700 Punkten. Geht es dort unten drunter, dann schiebt es den Markt halt definitiv nach unten weg. Das heißt, hier den Aufwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben, also das, was wir hier nach oben sehen im kleineren, den nimmt es dann erstmal raus. Und an der Stelle müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen, dass der Markt durchaus auch mal etwas tiefer nach unten korrigieren kann. Also schaut mal hier, jetzt kommt hier so kurz nach 9 Grad ziemlich Wackelei nach unten rein, und das ist das, wenn hier unten diese Marke von 12.700 nachhaltig fällt, wo die Auflaufpunkte sind. Und da gehen wir einfach mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein, dass wir uns das mal anschauen können, und was hier im 5-Minuten-Chart dann natürlich interessant wird, sind die wichtigen Level, die wir hier drinnen liegen haben. Und wie schon gesagt, das ist zum einen bei Preisen unter 12.700, und wir sehen mal gerade, was gerade an Verkaufsdruck herrscht, ja, und wenn wir hier an dieser Stelle jetzt tatsächlich keine Käufer finden bei der 12.700. Zack, schaut mal, wie das jetzt nach unten geht. Dann hätten wir hier im Livestream sozusagen heute auch mal eine Entscheidung zu sehen, was geht. Und der nächste Auffangbereich, das ist hier aus dem 5-Minuten-Chart rausgesehen, dieses kleine Level um die 12.660 bis 62, so dieser Schwungbereich hier unten rum, und dann das nächste Auffanglevel hier, die Marke von 12.600 Punkten. Also hier kommt es wirklich drauf an, was hier los ist, wo es reingeht, und hier sind wir schon mal unten drunter durchgefallen. Da wird bei dem einen oder anderen Trader jetzt auch mal der Puls ein bisschen hochgegangen sein, zu sehen, hui, was ist denn jetzt hier passiert? Aber ich sage euch, Leute, bleibt hier einfach mal cool. Interessant wird es wirklich, wenn das Ganze deutlich nach unten rausgenommen hat. Das heißt, nicht nur so ein kleiner Lupfer nach unten, sondern wirklich ein deutlicher Schub nach unten kommt. Und das ist dann das Interessante. Wichtig jetzt, der kleinste Kontext hier, dieses Zwischentief ist erstmal rausgenommen. Das heißt, dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, der ist erstmal gebrochen aus technischer Geschichte. Und wenn diese Marke hier unten um die 12.7 jetzt nachhaltig abverkauft wird, wo wir sehen, dass es hier gerade deutlich nach unten geht, haben wir ein paar schöne Anlaufpunkte hier, wie schon gesagt, 12.600 um die 60 bis 65 hier, also dieser Bereich hier, und als nächstes dann, wie schon gesagt, hier unten das Zwischentief um die 12.600, und sollte auch das nicht halten, hätten wir hier den nächsten Auffangbereich aus dem 5-Minuten-Chart auch rausgefischt bei 12.562 Zählern. Das wäre mal die Chart-Unterseite, und wie schon gesagt, sollte sich der Markt hier auch wieder fangen und nach oben laufen, ja, dann ist es ganz einfach. Wenn wir hier über das Zwischenhoch bei knapp 12.770 Zählern drüber laufen, hier haben wir die Hochs liegen, heißt nächster Anlaufpunkt 12.807 und danach hier oben die 12.852 Punkte. Das der Blick in den Nasdaq aus kurzfristiger Sicht. Ja, und damit schauen wir nochmal auf die Briten, und da geht es ja richtig heftig zur Sache. Was hier an den Märkten los ist in Großbritannien, ist schon heftig. Das Ganze ist sehr, sehr, sage ich mal, Brexit getrieben. Das Thema Handelsdeal, der dann doch noch gekommen ist in letzter Sekunde sozusagen, hat natürlich die Märkte beruhigt, ne? Wir sehen es hier auf Tagesbasis, da gab es natürlich diesen Schub nach oben, und jetzt setzt sich der bestehende Aufwärtstrend nach oben hin fort. Das Ganze und die Verortung, die wir hier jetzt momentan haben, die ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, denn dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, ist eine sehr, sehr relevante Marke. Das muss ich jetzt mal andersfarbig machen. Und zwar eine relevante Marke aus dem Abwärtsschub nach unten, ne? Also dieses Level hier um die knapp 6.890 Punkte, die wir da oben liegen haben, das war aus dem Schub nach unten hier ein Korrekturhoch. Also wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, Korrekturhochs gelten halt häufig als Widerstände, aber wenn sie definitiv vom Markt rausgenommen werden, ist das halt eine schöne Geschichte. Und schaut mal hier, der Abwärtstrend hat hier oben im Kleinen angefangen, hat sich dann etabliert und ist dann schön nach unten rausgeschoben, und diese Marke, die wir sozusagen jetzt hier oben haben, ist ein sehr, sehr wichtiges Zwischenhoch. Und wenn das rausgenommen wird, ist das sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig, denn dann hat der Markt tatsächlich die Chance, weiter hochzulaufen, und der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier, dieser große, starke Verkaufsbereich. Das ist das Level um, naja, so grob die Marke von 7.250, beziehungsweise hier der nächste markante Bereich hier oben wäre dann hier irgendwo zu sehen im Bereich von 7.500 und um die 70, 75 Zähler. Also da ist nach oben deutlich Potenzial da. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir müssen erstmal oben drüber. Denn nach so einem starken, dynamischen Tag wie gestern, ja, und auch nach so einem weiten Bewegungsarm, wird natürlich irgendwann die Luft dünnen. Und wenn ich von Bewegungsarm spreche, da meine ich natürlich das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Schaut mal hier, da ging die Bewegung in die initiale Phase rein, ja, der Aufwärtstrend, der kleine hier von unten, der hat sich dort dann entsprechend auch fortgesetzt. Ich skizziere das Bild hier einfach nur mal ganz grob rein, ja, also bitte nicht die Feinjustierung anlegen, sondern das ist einfach nur eine ganz, ganz grobe Markierung, die ich jetzt hier mache, und das ist das, was interessant ist, denn wir sehen hier an dieser Stelle, hier, der Markt steht in einer weiten Bewegung, die Korrektur, wenn man die oben rauf doppelt, ist der weit, weit drüber gelaufen, ne? Das kann man schon mit bloßem Auge erkennen. Und da ist es halt wirklich interessant, sollten wir hier unter das Tagestief von heute drunter fallen, dann haben wir durchaus die Chance einer Korrekturbewegung nach unten hin. Erst einmal auf Tagesbasis hier in den Ausbruchsbereich rein, ungefähr das Level zwischen 2660 und 6660 und 6680 in diesem Drehbereich hier rum. Und wenn wir uns das mal noch in der Stunde anschauen wollen, dann sehen wir hier schön den letzten Bewegungsarm und da können wir halt auch noch drunter schauen, hier an dieser Stelle, wo es weiter nach unten Anlaufpunkte gibt, und da sehen wir halt durchaus hier die Zwischentiefs um die Marke von 6.600 Punkten, beziehungsweise dann hier unten der größere Auffangbereich, wo es hier unten ein bisschen hin und her geschwungen ist. Na, da haben wir grob die 6.540 Zähler im UK 100, also im britischen Aktienindex. Immer wieder interessant, auch hier mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Danke an dieser Stelle auch für die Frage. So, das war's zu den Wunschmärkten. Ich sage an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, auch für die ganz lieben Grüße, die ich hier an dieser Stelle auch bekommen habe. Die freuen mich natürlich sehr und ich sage allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen früh, wenn wir hier wieder live in die Märkte auf die Handelsideen schauen, die große Indexschau machen und natürlich den einen oder anderen Wunschmarkt beleuchten. Erfolgreiches Trading! Und bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.